Das Finale der Wikinger-Kampagne sieht auf den ersten Blick echt schwer aus. Ihr werdet von zwei mächtigen Siedlungen der Römer und Mayas bedroht und auch wenn sie miteinander verfeindet sind, sehen sie schon echt böse aus. Euer Ziel ist es, das Land zu erobern und eine Burg in der Mitte der Karte zu bauen. Im ersten Moment bekam ich schon Flashbacks zur dritten Konfliktmission, aber dann warf ich einen Blick ins Skript, um zu sehen, wie viel Zeit ich überhaupt habe. Auf normal wird die KI nach 30 bis 40 Minuten angreifen. Beim Skript konnte ich auch die eigentliche Siegbedingung sehen. Und wie sich herausstellt, ist das, was uns das Spiel anzeigt, eher irreführend. Alles, was wir tun müssen, ist die Burg in der Mitte der Karte zu bauen. Alles andere ist egal. Die folgende Strategie ist irgendwie cheesy, aber andererseits starten wir direkt mit 5 Pionieren und 5 Geologen. Man könnte also fast meinen, es wäre so gewollt. Wandelt alle eure Planierer und Bauarbeiter in Pioniere und Geologen um und schickt sie in die Mitte der Karte. Danach rekrutiert ihr 20 Diebe und lasst sie 12 Holz und 8 Steine aufheben. Das erfordert etwas Micromanagement, aber das ist es wert. Lasst die Diebe die Baumaterialien in die Mitte tragen und erobert das Gebiet mit den Pionieren. Früher oder später wird sich ein Ort finden, an dem die Burg gebaut werden kann. Sobald sie steht und besetzt ist, habt ihr die Wikinger-Kampagne erfolgreich geschafft. Und nur zwei der Missionen waren auch nur annähernd schwer.